Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zum FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening im Spezial zu meinem einjährigen Bestehen auf YouTube und damit herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt hier reingehen, nochmal der Hinweis darauf, auf meinen Intro-Ersteller Black Bull alias Terratox, und ihr könnt bei ihm ruhig mal ein Abo dalassen oder auch einen Kommentar, würde er sich ziemlich freuen. Und der Link findet ihr in der Beschreibung, ist recht oben, wenn ihr drauf geht. Da ist der Link zu seinem Kanal und dann würde ich mal sagen, gehen wir rein. Wir haben in den letzten vergangenen zwei Parts schon knapp 300.000 Münzen verbrasst und nicht gerade wirklich Top-Spieler bekommen. Können hier nochmal auf die Transferliste gehen, wo inzwischen so 10, sagen wir mal, recht gute mit dabei sind, die wir gezogen hatten. Unter anderem Lavezzi, Busquets, Cavani, Song, Schech, Defoe, Boateng, Jesus, Navas, Boateng, der Siegtorschütze zum 1:0 gestern Abend beim Spiel zwischen Bayern München und Manchester City. Und es hatte auf jeden Fall eine besondere Bedeutung, da Jerome Boateng ein Ex-Spieler von Manchester City ist. Dann Jesus Navas von Manchester City, Rafael Varane und Luis Gustavo. Und gestern haben wir noch gezogen, lass mich da noch kurz mal in meinen Verein, wo wir jetzt schon knapp 2000 Sachen drin haben. Guck mal, jetzt haben wir nämlich... Wo ist er denn? Da ist er nicht. Müsste ein 81er gewesen sein. Noch ein bisschen, da ist er. Steven Defoe, Belgier im Diensten vom RC Anderlecht, den wir gestern, wie ihr hier sehen könnt, gezogen haben. Also immerhin noch einen aus dem letzten Team der Woche. Und von daher gehen wir jetzt rein. Goldsets machen wir auf. Specials werden ja nicht da sein, denke ich mal. Da die Zeit von FIFA 14 abgelaufen ist, FIFA 15 steht ja vor den Toren. In knapp einer Woche ist der Release dafür, glaubt der 25. September. Und ihr werdet ja ein Let's Play davon sehen mit dem VfB Stuttgart. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine recht interessante Aufgabe. Ziehen hier noch Jürgensen und Astori. So, die Spieler meckern zumindest schon mal nicht rum. Sand Earthquakes das Trikot. Und den Rest können wir eigentlich rausschmeißen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir hier einfach munter drauf los. Wieder so knapp 150.000, also so 550.000, eine halbe Million. Papadopoulos. In der Schalke-Variante ist er jetzt inzwischen bei Leverkusen. Dann haben wir hier noch Wallon Berami, der eigentlich beim HSV unter Vertrag ist. Okay, hier noch im Diensten des SSC Napoli. Und jetzt haben wir wieder den lieben schönen FIFA 14 Fehler. So, müssen wir einfach wieder reingehen. Und jetzt sieht hier ein schönes Bild der Bayern-Kabine. Ist ein Beständnis hier aus dem EEP-Mod, beziehungsweise Modding Wave Mod. So, Berami hat man schon. Alan, da weiß ich nicht, ob wir ihn hatten. Noch nicht, okay. So, abstoßen. Weiter geht's. Ich dachte mir, ich tue diese Parts hier eher in kleinere Folgen aufteilen, weil sonst ist es ja wirklich so, dass es so brechend lang ist. Man erinnert sich an das Badeschlappen-Pack-Opening, was fast zwei Stunden ging. Beim Dr. Jones gestern. Also ich nehme die Folge hier am Tag danach auf, wo ich die ersten beiden aufgenommen habe. Hatte 43 Minuten. Ich teile mir das lieber hier auf, damit ihr halt mehr davon habt. Jetzt ziehen wir hier ein paar Silberspieler. Dann noch Berisutski, also eher nichts Besonderes dabei. Ich warte ja noch auf so große Leute wie jetzt Robben, Ribéry, Cristiano Ronaldo, wie sie alle heißen. Die habe ich nämlich noch nie gezogen. Jan Sommer habe ich aber schon. So, Serum nehmen wir mal mit. Castadello bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn schon habe. Calderola habe ich schon.
Okay. Und dann sind wir wieder im schönen Menü. Tut mir natürlich leid, dass es jetzt so wieder passiert, aber es ist halt eben FIFA 14 und der Transfer-Bug hier ist soweit kein Problem. So, wird halt dann abgestoßen. So, Sets haben wir natürlich keine. So, nächstes 7,5K-Pack. So, dann schauen wir mal. Thiago Motta. Auch nicht schlecht. Baumann in der Hoffenheim-Variante. Tyton. In der Variante von Polen. Der war ja ehemals. Ehemals war er ja für PSV Eindhoven. Da können wir es jetzt nochmal angucken. Spielt bei Elche in der Liga BBVA. Hat man wohl schon. Mann! Das ist so langsam nervt. Aber es ist halb so wild. So, Oliver Baumann, den habe ich schon. Nochmal ein gratis Goldset ist natürlich immer gut. So, wird abgestoßen und weiter geht's. Tu mal so, als wäre nichts gewesen. So, der Chinese. Mal schauen, ob er uns Glück bringt. Und wer ist denn da? Tim Howard. Haben wir aber schon gehabt. Dann noch Kevin Korani, der im Fokus stehen soll. Von einem Wechsel zurück zum VfB Stuttgart. Würde auch uns interessieren für FIFA 15. Er ist zwar schon älter, Raphael Schäfer auch ein Ex-VfBler. Und Tim Howard war früher bei Manchester United. So, aber alles nicht interessant. Von daher abgestoßen. So, nächster. Und in den letzten Part habe ich ja so verschiedene Themen angesprochen. Jetzt sehen wir hier Kolo Touré. Wieder ein paar Silberspieler. Olympiakos Piraeus, die wirklich überragend gespielt haben beim 3:2 Erfolg gegen Atletico Madrid am ersten Spieltag der Königsklasse. Ich würde mal sagen, das Wappen nehmen wir doch gleich. Sieht auch schön aus. So. Und ihr seht hier oben rechts, habe ich meinen Namen jetzt umgeändert auf Sphinx Milo, ehemals Sphinx Milo 007. Unter dem Namen habe ich mich zwar ein bisschen etabliert, aber ich dachte mir jetzt einfach, versucht es so umzuändern. Fernando in der Manchester City Variante und wir stürzen jetzt wieder raus. Doch echt ärgerlich. Aber so ist es halt. Florenzi noch hier. So, und tschüss. Das Goldset kann man ja jetzt mal aufmachen noch. Cahill drauf. Und wir haben Lindegaard. Und Hiroshi Kiyotake. So. Ab geht der Fisch. So, Falcao drauf, der jetzige Manchester United Akteur. Auf Leihbasis vom AS Monaco und wir ziehen Eva Banega und McManus. Ob ich Banega schon hab, weiß ich nicht. Modifikationen sind jetzt eher uninteressant, da ich FIFA 14 eh nicht mehr so benutzen werde. Da FIFA 15 schon vorbestellt ist und das Spiel einfach überragend ist. Zwar habe ich mit dem Aufnehmen so meine Probleme, weil es nicht mit DxOrry geht, komischerweise. Sonst hat bislang immer alles funktioniert.
Deschantis. So, nächstes Pack. Überspringen wir mal. Cesc Fabregas. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Kommt erstmal auf die Transferliste. Tyton zum zweiten Mal. Diarra. Tschüss. Das war jetzt natürlich nicht schlecht hier. Mit Cesc Fabregas. Der wirklich überzeugend war jetzt gerade schon in den ersten Spielen für seinen neuen Arbeitgeber, dem FC Chelsea London. Rafael Sobis. Ansonsten nichts Interessantes. So. Tim Cahill drauf. Mal gucken, ob er auch drin ist. Marcelo Grohe, der brasilianisch-deutsche hier im Diensten von Grêmio Porto Alegre. Zambeto vom UEFA Europa League-Sieger. FC Sevilla. Habe ich ihn schon? Glaubt noch nicht. Bin mir da ein bisschen unsicher, wen ich schon habe und wen ich noch nicht habe. So, der nächste Mann. Tim Cahill und Siuba. So. Alexandro, wirklich guter Mann. Konnten wir austesten im FM14 Let's Play mit Manchester United. Mit Hertha BSC ging es ja weiter und ich habe das jetzt vorläufig eingestellt mit der Winterpause. Weil einfach die Aufrufzahlen wirklich nicht so gut waren. Und vielleicht ist da einfach auch der Kuchen gelutscht sozusagen. Mateo Kovacic hat ein schönes, nettes Bild bekommen, wie es hier aussieht. Auch einer, der recht steil geht. Athletic Bilbao, da können wir jetzt mal das hier verwenden. Passt auch von den Farben her. Bilbao, die ja ihre, glaub, erste Niederlage einstecken mussten jetzt in der Gruppenphase. So, nächstes Pack. Samedov, okay. Ob wir den schon haben, ist die Frage. Meloni, der ja bei den Schotten unterwegs war beim Spiel Deutschland gegen Schottland, ist 2:1 im Westfalenstadion. Mit der ersten Übertragung von RTL. Ich habe es natürlich im arabischen Fernsehen gesehen. Abu Dhabi Sport 2 hat das Ganze live übertragen. Fand ich ganz interessant. Auch das Ganze im arabischen Turn. Aber ihr müsst mal, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, arabische Kommentatoren hören, ist einfach manchmal nur überragend. Vor allem die Aussprache von manchen Spielern, Trainern. Es war einfach nur manchmal zum Lachen. Zum Beispiel Lewandowski wurde im arabischen Lewandowski ausgesprochen. Max Grün, der Torwart vom VfL Wolfsburg beim Eröffnungsspiel, Maxi Grün oder so. Fand ich natürlich auch ganz lustig. Ich weiß, ich kenne ja die ganze Sprache, spreche sie ja auch, aber man sollte halt sich, wenn man sich mit der Bundesliga befasst und die überträgt, auch versuchen, die Spieler auch möglichst richtig auszusprechen. Aber es kann natürlich mal passieren, dass man es eben nicht macht und dann kommen halt solche lustigen Sachen bei raus. So, auch hier war wieder Käse dabei. Alaba drauf, der auch ein gutes Spiel gemacht hat gestern. So, die Khan. Ein Chinese. Okay, es ist mir eher vom Namen Russe. Del Piero, okay, noch in seinen alten Tagen hier bei Sydney in Australien unterwegs. Dann haben wir hier FC Everton, PSV Eindhoven und Hull. Aber auch das nicht interessant. So, der Shop-Katalog wird aktualisiert. Das heißt wahrscheinlich, dass ich hier im Hintergrund irgendwelche Schwierigkeiten habe. Wenn es kommt. Von daher würde ich doch mal sagen,
Wenn sich das hier nicht beruhigt, der Shop ist momentan nicht verfügbar, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ist natürlich jetzt ärgerlich, wollte bis auf die 550.000, aber macht nichts. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part des 1-Million-Pack-Openings wieder. Bis dahin, sagt euer Sphinx-Mido, ciao!